Schrecklicher Fall von Tierquälerei im Ruhrgebiet. Fünf kleine Katzen wurden schwer misshandelt, ausgesetzt wie weggeworfen. Zum Glück wurden die fünf rechtzeitig entdeckt, können jetzt versorgt werden, wobei sie noch nicht über den Berg sind. Jetzt live aus Essen. Ihre Lokalzeit Ruhr mit Lars Tottmann. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Ja, dass Tiere ausgesetzt werden, ist schlimm genug und ja auch leider gar nicht so selten. Aber das ist jetzt wirklich nochmal eine ganz andere Dimension, was da mit fünf Katzenbabys gemacht wurde. Wirklich unvorstellbar. In Mahl sind die entdeckt worden, hinter einer Tankstelle. Von dort ging es dann in die Tierklinik nach Gelsenkirchen und jetzt zur Pflege nach Herne. Eben erst 6 Tage auf der Welt. Dem kleinen Kater geht's gerade wieder so einigermaßen. Aber über dem Berg ist er noch nicht. Ebenso wenig wie seine Geschwister. Vor ein paar Tagen sah es noch viel schlimmer aus. Katzenjunge, gerade eben geboren, mit Bindfäden zusammengeknotet, Beinchen abgebunden und an den Nabelschnüren wurden die Tiere miteinander verknotet. Hier in der Tierklinik Gelsenkirchen hat man schon vieles gesehen. So eine Brutalität aber noch nicht. Leiterin Sabine Hoffmann arbeitet seit 26 Jahren in ihrem Beruf. Auch sie ist entsetzt. Wie grausam können die Menschen sein? Weil das kann ein Muttertier oder einfach nur so durch Zufall, weil ein Band da gelegen hat, nicht so passieren. Das war so schlimm miteinander verdreht und verknotet. Und das ist dann wirklich ein schlimmes Bild. Dann wird einem erst bewusst, zu was der Mensch dann auch manchmal wirklich machen kann. Ne? Also wie schlimm der mit Tieren umgehen kann. Ne? Tagelang kämpften Sabine Hoffmann und ihr Team um das Leben der kleinen Kätzchen. Die Bindfäden, mit denen die Tiere eng zusammengebunden waren, haben schwere Schäden verursacht. 2 Tieren musste ein Hinterbein entfernt werden. Wer macht sowas? Ja, Sie sagen es schon, die Frage kann ich nicht beantworten, will ich auch gar nicht beantworten. Ich hoffe nur, dass die, von der Herrgott da oben, den da das Gericht spielt. Ne? Im Moment werden die Kätzchen bei Nadine Efken in Herne aufgepäppelt. Die Lage ist aber noch so kritisch, dass sie mindestens alle 2 Stunden nach ihnen schauen muss. Sie wiegen gerade mal zwischen 100 und 120 Gramm. Ich habe einfach nur Riesenwut einfach nur bekommen, ne? Weil ich mir denke, wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten, wenn ich wirklich ungewollte Kitten habe, die abzugeben, mir Hilfe zu holen, zwecks Tierheim, Tierschutzorganisation oder sonst irgendwo, dass das einfach keine Alternative ist, die Tiere so miteinander zu verschnüren und zu verknoten und dann irgendwo hinzulegen. Das ist einfach, und es war ja auch kein Aussetzen in dem Fall. In dem Fall ist es einfach nur eine Tierquälerei gewesen. Die Hilfe für Samtpfoten hat jetzt Anzeige erstattet. Der Verein hofft auch darauf, dass irgendjemand vielleicht etwas gesehen hat. Die Tiere wurden an einer Tankstelle in Mahl-Hüls gefunden. Jetzt werden dort auch die Sicherheitsvideos überprüft. Und der kleine Kater hier, er kämpft weiter tapfer um sein Leben.